und herzlich willkommen zurück auf dem PW Review Kanal. Wir sind jetzt im zweiten Teil des Zweiten Weltkriegs angekommen und stellen hier mal die Uniform vor, wie sie so 1940, 1941 getragen wurde, mit den ersten Vereinfachungen. Was natürlich als erstes auffällt, ist, dass die Bluse keine grünen Kragen mehr hat. Das ist jetzt die Bluse Modell 1940, wie sie eben 1940 eingeführt wurde. Der Rest des Schnitts ist weitestgehend identisch. Es wurde auf farblichen Absatz, sage ich mal, verzichtet. Des Weiteren wurde das Feldhemd auch ebenfalls feldgrau gehalten. Und wie man sieht, die Hose ist auch feldgrau. Vom Schnitt hat sie sich seit 1924 nicht verändert. Das ist immer noch die gleiche Hose, es ist nur eben feldgraues Tuch. Zu den Hosen haben wir auch nochmal ein separates Video gemacht. Da wird nochmal alles im Detail beleuchtet. Die Stiefel sind geblieben. Und was noch ein großer, sage ich mal, ein großer Unterschied ist, ist der Helm. Und zwar wurde 1940 der Stahlhelm Modell 35 vereinfacht, indem oben die Lüftungslöcher nicht mehr genietet wurden, sondern nur noch gestanzt. Und der Helm ebenfalls feldgrau ist und nicht mehr apfelgrün. Also es ist ein dunkleres Grau. Was auch noch auffällt, ist, dass auf der Seite die Tricolor, also das schwarz-weiß-rote Wappen, fehlt, nicht mehr aufgetragen wurde, sondern nur noch der Adler auf der anderen Seite. Bewaffnung und Ausrüstung ist weitestgehend identisch geblieben. Das Einzige, was immer weiter wegfällt, ist der A-Rahmen. Aus dem Grund wird die Ausrüstung immer mehr an den Koppel verlagert. Das heißt, die Zeltbahn ist nicht mehr auf dem A-Rahmen, sondern am Koppelriemen. Das Kochgeschirr ebenfalls. Feldflasche bleibt an ihrem Punkt, genau wie der Spaten und das Seitengewehr. Hier mittlerweile die längere Gasmaskendose für die Gasmaske 38, welche durch die Vollgummierung entsprechend härter war und nicht mehr in die kurze Dose passte. Und der Y-Riemen wurde ebenfalls leicht vereinfacht, aber das sind so Detailveränderungen, wenn man sich jetzt mal von vorne den Y-Riemen anschaut, dass eben vorne die Nähte jetzt sichtbar sind. Vorher waren die ja versteckt genäht. Des Weiteren sind die Kragenspiegel nicht mehr auf einem extra Stück Stoff aufgebracht, sondern direkt auf den Kragen genäht. Im weiteren Kriegsverlauf wird die Uniform noch weiter vereinfacht und die Ausrüstung, aber das ist so der erste Schritt in die Richtung der einheitlich feldgrauen Uniform. Die weiteren Schritte der Uniform schauen wir uns beim nächsten Mal an und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.